First Village. Bisschen Kopf freikriegen, ne? Ah ja, genau, es war ja, okay, ja, genau. Ich hoffe einfach, dass jetzt nicht wieder gleich wieder irgendwas in Flammen steht, ne? Oh, das wäre einfach so bitter. Wir haben auch kaum noch Brennholz. So, da sind zwei beschäftigt. Ja, und die anderen, die müssen halt alle, ne? Man kann jetzt mit der Schule beginnen. Ja, schön, cool. So, unsere Kartoffeln sind am Machen und am Tun. Unser Weizen auch. Schön. Schön, 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 schön. So, und in der Zeit können dann halt einfach die Leute ein bisschen sammeln, ne? So, ich hoffe, die sammeln jetzt auch mal. Und es regnet schon wieder. Sag mal, was ist denn los hier im Frühling? Das regnet ja die ganze Zeit. Hör mal. Okay. So, machen wir mal zwei Sammler. Hier gucken. Okay, warum ist da jetzt immer noch ein Fragezeichen? Okay. So, kurz gucken. Ja, nee, es sollen ja zwei. Zwei Stück sollen es tun. Der eine soll von da und der andere soll von da. Warum machst du das denn nicht? Sag mal. Irgendwas ist hier gerade ganz falsch. Hm. So, ist wieder jemand am schwanger sein? Nee, nee. Nee, gut. Ist älter geworden und kann jetzt mit der Schule beginnen. Ja, sehr schön, sehr schön. Wir haben einfach 8 fucking Jugendliche, ne? Weißt du. Man weiß nur die Jobs zu, den Rest macht die KI, soweit ich weiß. Nachtwolf, hi, Tagchen, schön, dass du da bist. Wie geht's denn so? Ja, ich finde das halt fraglich. Also immer wenn dann halt hier so ein Fragezeichen ist, dann heißt das ja, hier ist niemand zugeteilt. Aber ich habe ja zwei Jäger. Hab ich ja. Und wenn ich hier einen rausnehme, ist der halt da hinten auch raus. Und ganz komisch halt. Ganz seltsam. Ja, ihr seid gerade schön Ressourcen am Abbauen, finde ich gut. Nani? Klingt so, als wollten die NPCs nicht so wie du. Ja, das ist eigentlich fast immer so, ne? Wenn ich die alle einzeln kontrollieren könnte, wäre das echt, das wäre eine Bereicherung. Warte, die sind doch markiert, oder? Ja, sind sie. Okay. Die müssen halt übelst Ressourcen sammeln für den Winter. Wir haben den letzten schon, das war schon echt eine knappe Kiste. Und jetzt müssen die halt sich echt mal ranhalten. Ach, guck mal, da ist einer, der hat nichts zu tun. Was soll das? Ach, komm, wir machen mal. Okay, kann nur einer machen. Ich bin jetzt auch mal richtig krass mutig. Wir machen noch eine Sammlerhütte, würde ich sagen, oder? Ja, klingt gut. So, ich muss mal kurz gucken, wo ich die hinschmeiße. Ich kann die nirgendwo hinbauen. Doch, da. So. So. Na, und dann müssen wir auch ein bisschen so einfach, weil es Spaß macht, machen wir hier auch noch ein paar Bäumchen weg. So.
Ich habe manchmal das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen verbuggt. Aber auch nur manchmal habe ich das Gefühl. Weiß nicht, vielleicht kriegen wir so ja ein bisschen mehr, ich weiß nicht, sammelwütige Leute. Leute, wenn ihr jetzt nicht langsam mal hinne macht, ne? Oh, schlimm. Das ist schlimm. Boah, vor allem das Allerschlimmste ist eigentlich, ich habe ja voll Bock auf Schokolade gerade. Ne? So richtig, mh. Immer, da ist noch ein Jugendlicher erwachsen geworden, der kann jetzt mit der Arbeit beginnen, so muss das hier. Vor allem, wir brauchen auch noch genug Holz, um noch mehr Häuser zu bauen. Die werden ja alle älter und die vermehren sich ja wie die Karnickel, haben wir ja gestern schon festgestellt. Wir können ja mal nach den Berufen gucken. Wir haben einen Baumeister, wir haben einen Fischer. Fischzücht, ach, das ist da, damit kann man züchten. Ach, krass. Cool. Wir haben zwei Sammler, wir haben zwei Jäger und wir haben zwei Bauern und zwei Holzhacker. Ist ja auch wichtig und richtig so. Wir müssen halt echt mal gucken, wie wir das Ganze hier gestalten sollen. Die sind ja jetzt hier so ein bisschen Ressourcen schon mal da am Hinbauen. Schon mal ganz gut. Aber das nervt mich halt, ne? Dass da halt keine Sau reingeht. Ich hatte das extra dahin gebaut. Richtig ätzend. Also, warum stehst du jetzt so dumm da rum? Hallo, gehst du mal jagen? Ja. Könnt ihr mal euren scheiß Job machen? Sag mal. Könnt ihr mich verarschen? Wichtig, dass genug mehr Aufgaben als Leute hast. Ja, hi Shanks. Wie geht's denn so? Ja, ich habe genug Aufgaben, aber irgendwie macht hier keine Sau was. Was soll das? Oh, bitte nicht schon wieder. Kein Gewitter. Ich liebe Gewitter eigentlich, aber uns sind gestern schon zwei Häuser beinahe weggebrannt. Ich hab da gerade ein bisschen Angst. Um meine Häuser. Ja, da können kritisch werden hier. Ja. Oh ja, oh ja. So, wie sieht denn der Weizen aus? Der sieht gut aus. Das mit den Kartoffeln. Oh ja, das sieht auch schön aus. Finde ich gut. Ich wollte halt, ich habe die Straße hier hochgezogen. Ich wollte eigentlich auch da oben dann auch noch ein paar Häuser bauen. Aber wenn die halt kein Holz sammeln, ne, dann ist das schon ein bisschen kritisch. Ich habe einen Baum fallen sehen. Oh mein Gott, sie sammeln was. Kommt die Musik vom Spiel? Ja, die Musik ist vom Spiel. Ich habe da keine Playlist oder so laufen. Das ist komplett das Spiel selber. Wie war das nochmal wegen Blitzeinschlägen gewesen, was dagegen helfen sollte? Ja, gibt's eigentlich noch nichts zum Bauen gegen Blitze, oder? Ein Wachturm. Wir können auch eine Burg bauen. Da sehe ich mich später. Es gibt noch nichts, was gegen Blitzeinschläge hilft. Das ist ja das Nervige. Wir haben halt hier auch so ein bisschen Arschkarte, so, ne? So, die baut die Kartoffel ab. Hier, das Weizen wird auch schön abgebaut. Finde ich gut. So muss das, Leute, so muss das. Ach, guck mal, hier lichtet sich ein bisschen so, ne? So, hier wird auch schon ordentlich gearbeitet. Finde ich gut. Hab die Sammlerhütte halt hier so ein bisschen ungünstig hingesetzt. Aber gut, man lernt ja aus seinen Fehlern. Sollte jedenfalls so sein. Ja, mal schauen, wie wir unser Dorf noch hinkriegen. Bin echt gespannt. So kann man sich übrigens Wirtschaftslehre auch beibringen. Wir wirtschaften hier. Total. Oh Gott, ich habe so Schiss vor der Klausur.
Morgen VWL und BWL Klausur. Ich bin richtig. Bitte, bitte, bitte schlag keinen Blitz hier ein. Bitte, 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 bitte. Oh Gott, ey, das ist ja ein richtiger Sturm. Hör mal. Huh, hätte ich jetzt auch gerne mal hier so, ne? So richtig schön, schön abkühlender Wind, dickes Gewitter, wo du noch richtig Schiss haben musst und so, ne? Die leben ja auch hier richtig am Limit. Das ist, ich bin so beeindruckt. Die haben es echt gut. Aber die haben 30 Grad Regen, ne? Also da musst du dann ja zu Hause nicht mehr baden gehen. Du kannst dich einfach nackig in den Regen stellen und dann regelt der das schon. Also, ne? Wisst ihr Bescheid? Oh. Ja, ihr macht das aber toll. Ich bin so stolz auf euch, meine kleinen süßen Ameisen, meine kleinen Sklaven. Oh ja, ihr macht alles das, was ich möchte. Wäre schön, wenn es so wäre, ne? Aber wir sind ja optimistisch. Und wir versuchen optimistisch zu sein. Ich wollte halt hier oben, wollte ich halt noch weiter die Straße ziehen. Deswegen wollen wir hier alles abholzen, um noch ein paar Häuser hinzuhauen. Und Hühnerstall. Ich will unbedingt einen Hühnerstall haben. Ehrlich. Ich brauche das. Ich brauche das zum Leben. Ohne Hühnerstall sehe ich dieses Dorf einfach nicht überleben. Ich weiß auch nicht, wo man... Kriegt man dann später... Ich denke mal, man kriegt dann später auch Kühe. Boah, sehe ich mich auch voll, ne? Kühe. Hm. Eine schöne Kuhweide. Weil so, dann können die kleinen Kinder dann lachend dahin laufen und sagen, ich gehe eine Kuh umschubsen. Ja, dann frisst die Kuh die. Tod durch Kuh. Die mörderische Kuh ist wieder unterwegs. Wäre auch so ein cooles Chapter für Dead by Daylight. Dann hast du halt nicht den Typ in einem Schweinskostüm da rumrennen, sondern im Kuhkostüm. Weißt du Bescheid? Ach, guck mal, jetzt. Oh, ja. Oh, ja, guck mal, da fallen die Bäumchen. Das finde ich aber schön. Lass mich mal gucken. Haben wir hier die... Nee, die ist noch nicht fertig irgendwie, ne? Die haben wieder Besseres zu tun, als die Häuser fertigzustellen. Was ist denn los? Aber gut, Ressourcen müssen sein. Guck mal, die kleinen Drecksblagen, ne? Essen aus der Scheune raus sind, da können sie, ne? Mal kurz auf dem Feld ackern oder so, da können sie nicht. Schämt euch. Ach ja, Kühe. Ich nerve meine Kühe in Minecraft. Die sind so laut. Ich habe noch nie Minecraft gespielt. Mein Sohn hat das immer gespielt und ich finde die... Ich, ist nicht meins. Aber ich finde Kühe cool. Ich wette, die Kühe in Minecraft... Die sind voll putzig. Ich weiß nur, dass wenn du in Minecraft so ein komisches grünes Creeper-Ding umarmen willst oder so, das explodiert. Das ist dann auch so eine explosive Umarmung. Da hilft Creeper Inc. dagegen. Laute Geräusche, wir machen damit Schluss. Ein lauter Knall, das Problem ist Geschichte. Ja. In Minecraft gab es auch Schweine, glaube ich, ne? Also da gab es ja eigentlich alles, soweit ich weiß. Es gibt ja ein paar Leute, die sind in Minecraft halt so krass kreativ, dass sie richtige Städte und alles nachbauen können. Ich glaube, oh, das Kind ist älter geworden und kann mit der Schule beginnen. Und da ist ein Jugendlicher älter geworden und kann mit der Arbeit beginnen. Jawohl, Leute, geht doch, so muss das hier. Kühe sind immer toll. Ja, ich finde Kühe auch für süß. Ich würde so gerne mal eine melken, ne? Aber ich glaube, ich hätte voll Fisches vor. Das ist richtig so. Ja, ich würde gern die Kuh melken, aber ich habe auch mega Respekt vor dem Tier. Nanni! Ja, nix, Nanni. Ist so. Ich wollte schon immer mal eine Kuh melken. Die sind bestimmt voll cool.
Immer wenn du die anderen so sanft markierst, so. Dann ist das doch bestimmt. Du hast noch nie eine gemolken. Nein, habe ich. Ich bin ein Stadtkind. Ich bin nicht rausgekommen aufs Land. Und als wir als Kinder mal in so einem Pferdehof oder so, da durften wir die Pferde auch nur reiten und auch sonst nichts mit den Tieren da machen. Also, ja. Okay, nächstes Urlaubsziel, Bauernhof. Damit ich um 4 Uhr morgens aufstehen muss, um die Kuh zu melken und die Hühnereier einzusammeln. Hä? Was? Odin! Ja, fein! Er trägt gerade da seine Beute zu dir, Schatz, rüber, ne? Weißt du Bescheid. Ja, das Weizenfeld ist halt ein bisschen größer. Aber so ein bisschen Kühe melken gehen und so ist bestimmt cool. So richtig von Hand so. Ich stelle mir voll romantisch vor und am Ende ist das halt für die Drecksarbeit wahrscheinlich. So, warte. Der geht fischen. Sie erntet. Ja, wir haben jetzt wieder Herbst. Wir können jetzt nichts Neues anpflanzen. Da musst du vorsichtig und erstmal sanft sein. Nicht hier direkt den Terminator machen. Ich würde doch niemals den Terminator machen. So. Wobei sie kann eigentlich... Warte. Kann sie nicht dann auch hier hinten im Feld mit dem Ernten helfen? Warte. Ich weiß ja nicht, ob jetzt jemand da zum Feld geht oder ihr jetzt hier mit dem Abernten hilft. Ich meine, rein theoretisch hat sie ja noch Zeit, ne? Komm, ich lasse die erstmal alleine machen. Und dann können die erstmal... Die teilen sich auf die Felder auf. Ja, dachte ich mir schon fast. Ja. Soll die erstmal da in Ruhe abernten? Während die anderen Ressourcen sammeln. Er sieht ja schon mal ganz gut aus mit dem Holz. Mit dem Stein jetzt nicht so. Aber das wird. Denn Weizen hat jetzt Fragezeichen. Ach, scheiße. Okay, ja, hab's gecheckt. So. So muss das sein. So, ich muss mal kurz gucken, ob das jetzt mit den Jagdhütten dann auch so funkenuckelt. Nee, irgendwie. Jugendliche kann jetzt mit der Arbeit beginnen, kann mit der Schule beginnen. Sehr schön. So, Leute, ne? Macht hinne. Das vordere Plus und Minus entscheidet, wer wo arbeitet. Ja, es ist halt, ja. Ja. Ja, aber das Problem ist, hier funktioniert das halt so gar nicht, ne? Ach. Jetzt ist das Fragezeichen weg, wo ich 4 Jäger eingesetzt habe. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja. Na, Hauptsache, die machen die Ressourcen weiter. Und so, jetzt machen wir nochmal schneller. Damit die armen Leutchen dann da auch hinterherkommen. Schön Ressourcen sammeln und abbauen und alles. So, damit es auch alles schön gemacht wird. So. Sehr schön. So, wir haben aber einen, der untätig ist. Und das finde ich gerade ein bisschen unverschämt hier, ne? Weißt du schon. Ja. Haben wir doch keinen Baumeister oder so.
I don't know. Also ich muss mal kurz gucken. Berufe. Baumeister. Mal gucken. Ah, jetzt. Das war der, der nichts zu tun hatte irgendwie. Kann jetzt mit der Arbeit beginnen. Sehr schön. Oh Gott, bitte, bitte kein Blitzeinschlag. Bitte, bitte, Spiel. Sei gnädig mit uns. Wir haben schon so wenige Häuser. Mal gucken, ist wie jemand wieder rollig. Nee, bisher ist noch niemand rollig, finde ich gut. Junge, ey. Alter, das geht hier aber ab. Oh, wir haben so wenige Fische nur noch. Okay, da muss jetzt definitiv noch zwei Fischer ran. Also, wir brauchen Fisch, Leute.